Bei mir am Mikrofon darf ich jetzt begrüßen den Cheftrainer der Eintracht, Roland Seitz. Herr Seitz, wenn man 1:0 zu Hause führt und dann doch mit einem Remis zufrieden sein muss, dann stellt sich immer die Frage, froh über den einen Punkt oder zwei Punkte verschenkt? Ja, wenn man zwei Spiele zuvor in Folge verliert, denke ich, ist erstmal wichtig, dass man diesen Negativtrend stoppt. Und das heißt, man muss punkten. Das haben wir getan. Leider ist es nur ein Punkt. Ich glaube, wir haben gut gegen den Ball gespielt, haben die Defensive verstärkt und haben es dann versäumt, nach dem 1:0 das zweite Tor zu machen. Und deswegen ist es dann leider so, dass wir noch bestraft worden sind. Ihr Trainerkollege von Freiburg, der sprach jetzt gerade in der Pressekonferenz davon, dass er beide Teams ungefähr auf Augenhöhe gesehen hat und somit das Remis in Ordnung geht. Sehen Sie das genauso? Ja, eins muss man sagen, sie sind sehr spielstark und durch die Spielstärke haben sie auch sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt. Aber sie haben viel um den Strafraum gespielt, wir werden aus dem Spiel aus keine Torschüsse zugelassen. Das bedeutet, wir haben gute Arbeit geleistet, was gegen den Ball ist. Die beiden Chancen, eine in der ersten, eine in der zweiten Halbzeit, waren die Chancen nach Standards. Leider fiel dadurch auch der Ausgleich, aber ansonsten denke ich, nach der 1:0-Führung hätten wir das zweite Tor machen können. Der Lattenknaller wäre das 2:0 gewesen. Deswegen ist es, meine ich, für uns ärgerlicher, aber hinten hinaus haben sie es vielleicht trotzdem verdient. Beide Male kam Ihre Mannschaft aus der Kabine, einmal zum Anpfiff, zum einmal nach der Halbzeit und hat losgelegt wie die Feuerwehr. Wäre es besser, wir würden auf Drittel umsteigen im Fußball, dann hätten Sie noch eine weitere Möglichkeit, die Mannschaft heiß zu machen. Ja, wichtig ist erstmal, dass jeder sieht, trotz der zwei Niederlagen, dass die Mannschaft lebt und dass die Mannschaft funktioniert und dass sie einfach wieder erfolgreich sein möchte. Ja? Die Anfangsphase war wirklich toll, der Tor gescheitert wirklich an der voranhaltenden Torhüter. Nach der Pause machen wir das Tor, haben nach dem 1:0 auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit die Chance zum 2:0. Von daher ist es einfach nur eine Kopfsache, dass wir wieder ein Spiel gewinnen. Aber dass die Mannschaft, sagen wir mal, jetzt nicht will oder dass die Mannschaft jetzt hier kein Leben zeigt, das war in keinster Weise zu erkennen. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig für uns alle. Es gibt ja manchmal die Politik der kleinen Schritte. Jetzt gab es einen Punkt, das heißt, am Sonntag wäre dann wieder ein Dreier drin. Ja, ist ja bekannt, dass wir auswärts besser sind wie zu Hause. Derby in Worms, das ist, denke ich, doch mal eine schöne Aufgabe. Und ich hoffe, dass wir endlich da mal wieder den Bock umstoßen, um 3 Punkte zu holen. Okay, hoffen wir auch. Bis dahin, wir freuen uns auf das Spiel. Danke sehr. An meiner Seite darf ich jetzt begrüßen, endlich ist er wieder da, Christoph Anton. Ihr habt heute 1:1 gespielt, nehmt endlich wieder einen Punkt mit. Zufrieden mit dem einen? Ja, war natürlich wichtig, jetzt nach den schweren Wochen jetzt mal zumindest mal wieder gefestigt zu stehen, die Null lange zu halten. War klar, dass wir jetzt keinen Hurra-Fußball spielen können. Jetzt haben nicht die breite Brust, aber haben kämpferisch absolut eine super Leistung gebracht. Und jeder hat sich reingeschmissen. Und schade, dass wir am Ende noch durch eine Standardsituation den Ausgleich fangen. Aber ich denke, man müsste jetzt weiter nach vorne schauen und in den nächsten Wochen weiter Gas geben. Und dann, denke ich, klappt es auch wieder mit dem Dreier. Gas geben ist genau das richtige Stichwort, weil du als Langzeitverletzter hast dich im Training so aufgedrängt, dass Chefcoach Roland Seitz gar nicht daran vorbeikam, dich heute für Johnny Pagenburg einzuwechseln. Ist das richtig? Ja, ich gebe immer Gas im Training und ich versuche natürlich auch, mich für die erste Elf wieder anzubieten. Fehlt natürlich noch ein bisschen so die Frische und die, die Top-Fitness, aber ich bin auf dem besten Weg, wieder der Alte zu werden. Heute war ich nicht so ganz richtig ins Spiel gekommen, die ersten Bälle ein bisschen leicht vertändelt, aber ich brauche noch meine Zeit und dann denke ich wieder, komme ich an meine alte Form wieder ran. Okay, blöde Frage, aber für die Statistik immer wertvoll, bei wie viel Prozent stehst du denn gerade? Schwierig, keine Ahnung, ich weiß nicht, 80-90% und ich versuche jetzt weiter in den nächsten Wochen die letzten Prozentpunkte rauszukitzeln und dann einfach Gas zu geben. Okay, wir drücken dir dabei die Daumen und freuen uns wieder auf deine Einsätze. Schön, dass du zurück bist. Bei mir am Mikrofon darf ich jetzt begrüßen den Kapitän der Eintracht, Fuad Brigasch. Mensch, zweimal wurde die Partie hier abgesagt. Heute konnte sie dann endlich stattfinden gegen Freiburg. Einen Punkt nehmt ihr mit. Sind das jetzt 2 Punkte, die ihr liegen gelassen habt? Oder einfach erstmal glücklich, einen Punkt im Jahr 2013 gewonnen zu haben? Am Ende muss man natürlich sagen, dass wir natürlich gerne 3 Punkte hier belassen hätten, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass Freiburg sehr, sehr viel investiert hat, auch läuferisch, wobei wir sehr, sehr gut standen, meiner Meinung nach, defensiv so gut wie fast nichts zugelassen haben, die natürlich im Mittelfeld auch ein kleines Übergewicht hatten, aber ich denke, im Endeffekt müssen wir eigentlich das 1:0 über die Runden schaukeln und natürlich überwiegt dann auch die Enttäuschung, dass wir da wiederum nur ein 1:1 haben. Okay, ein bisschen Enttäuschung kann ich verstehen, aber ihr habt zweimal, jeweils nach Anpfiff, so richtig losgelegt wie die Feuerwehr. Was war da los? Ja gut, also wir wollten natürlich ein Zeichen setzen. Wir haben gesehen, dass wir eigentlich sehr gut dagegenhalten konnten in der ersten Halbzeit und wir haben uns gut gefühlt und von daher haben wir einfach kurzerhand entschlossen, auch mal offensiv ein bisschen was zu zeigen.
Und ja, ich denke, Freiburger waren auch ein Stück weit überrascht mit der Reaktion. Und prompt haben wir dann auch das 1:0 gemacht, meiner Meinung nach auch verdient. Und ja, der Überraschungseffekt war einfach auf unserer Seite. Und dann müssen wir eigentlich auch das 2:0 sicher machen. Aber ja, dann müssen wir die Konter einfach besser ausspielen. Zwei Stammkräfte haben heute gefehlt, einmal Baldo Di Gregorio und Max Watzka. Habt ihr die heute ein bisschen vermisst oder ist es auch so ganz gut gelaufen? Ich sag mal so, wir sind von der Quantität der Mannschaft einfach auch besser aufgestellt, von daher kann man sowas auch mal kompensieren. Natürlich sind das zwei wichtige Spieler für uns, aber ich denke, deren Vertreter haben auch ein sehr, sehr starkes Spiel gezeigt. Okay. So langsam, sagt man, nähert sich das Eichhörnchen. Das war jetzt der erste Punkt. Dann jetzt am Sonntag im Derby gegen Worms. Klappt es dann mal mit einem Dreier? Ja gut, das ist natürlich unser Ziel. Also wir sehen natürlich auch, dass wir katastrophal gestartet sind mit Eintracht Frankfurt, dann uns eigentlich gesteigert haben, dann unglücklich verloren haben mit dem verschossenen Elfmeter. Und ich denke, dass heute war wiederum eine Steigerung. Auch vom Spielen und auch von der Kompaktheit. Und natürlich wollen wir in Worms 3 Punkte holen. Okay, dabei wünschen wir euch viel Erfolg. Wir freuen uns schon auf die Partie am Sonntag. Ja, bei Ihnen, liebe Zuschauer, darf ich mich recht herzlich bedanken fürs Einschalten. Wir sind natürlich auch bei den nächsten Spielen für Sie an Bord, vor Ort. Bis dahin, machen Sie es gut und auf Wiedersehen.